Hallo, heute zeige ich euch ein sehr beliebtes Partyrezept. Also ich esse das sehr gerne. Das sind meine sogenannten Pizzabrötchen. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten. Für meine Pizzabrötchen brauche ich etwa 100 Gramm Käse, etwas Tomatenmark, eine Salami, da habe ich eine ungarische Salami genommen. Eine halbe Paprika, eine Tomate, gewürfelten Schinken und saure Sahne. Da dies so eine harte Salami ist, schneide ich die mit einer Großschneidemaschine. Dass ich dann solche Scheiben habe. Jetzt schneide ich die Salami in solche Würfel. Gebe sie dann anschließend in meine Schüssel. Jetzt mache ich mit der Tomate weiter. Dafür empfehle ich euch, die zur Hälfte zu halbieren und dann das Kerngehäuse zu entfernen. Das macht ihr am besten mit einem Löffel. Jetzt tue ich die Tomate würfeln.
geben Sie dann mit zu der Salami dazu. Ebenso tue ich jetzt die Paprika würfeln. Es ist eigentlich jedem seine Sache, was ihr in eure Pizzabrötchen reinmacht. Ihr könnt auch Thunfisch dran machen, wenn ihr wollt. Als ich sie kennengelernt habe, da habe ich sie mit Champignons gegessen. Und Mais war da, glaube ich, auch mit da drin. Die gewürfelte Paprika gebe ich jetzt mit zu meiner Mischung. Ebenso den Schinken. Die saure Sahne. Und den Tomatenmark. Und das Ganze verrühre ich jetzt miteinander. Und jetzt verteile ich meine Mischung auf mein Brötchen drauf.
Habe mich jetzt doch für ein größeres Backblech entschieden. Jetzt streue ich den Käse über den Käse über meine Brötchen. Und das Ganze kommt jetzt für mindestens 200 Grad für ungefähr 15 bis 20 Minuten in den Backofen.